Maid, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Die Recken haben es mal wieder spannend gemacht. Braucht ihr das wirklich, diese knappen Siege immer? Ja, danke für den Sieg. Ja, Ende war ein bisschen gespannt. Danke für Nico, die seine 6 Meter gehalten Parade. Aber ja, wir hatten ein bisschen Pech Ende. Wir hatten zwei Spieler, ein Spieler weniger und 4 gegen 5 ist ein bisschen schwer. Und wir wollten Zeit bis Ende spielen und ja, ein falscher Pass, das war ein bisschen nicht so gut, aber Ende können wir glücklich sein, dass wir haben gewonnen und ja, EHF-Pokal, okay, schade, dass wir haben nicht weitergekommen, aber wir können letztes Spiel Frieden sein. Wir haben heute 4 7-Meter verworfen, am Ende warst du sogar derjenige, der dann einen reingeworfen hat. Klär uns auf, ich habe dich hier noch nicht im Spiel 7-Meter werfen sehen. Wann war das letzte Mal, dass Maid Part 3 7-Meter geworfen hat? In Nationalmannschaft habe ich manchmal geworfen, aber ja, hier habe ich nie geworfen. Mit diesen 1,5 Jahren habe ich keinen 7er geworfen, aber ja, 4-mal nicht getroffen und der Trainer hat gesagt, ich muss und dann ja, musst du schießen und ja, hat Glück Tor gekommen. So schlecht hat es ja auch nicht geklappt. Jetzt blicken wir voraus. Du musst, glaube ich, zur Nationalmannschaft, das heißt, du hast keine Pause. Wie wichtig wäre eine Pause nach diesen kräftezehrenden Wochen? Natürlich, wir hatten viele Verletzungen jetzt. Heute wir haben mit 9 Weltspielern gespielt. Und natürlich, das war viel Kraft für uns. Und jetzt Montag habe ich 2 Trainings, Dienstag auch 2 Trainings, Mittwoch Spiel, Freitag Spiel. Und dann habe ich 3-4 Tage frei. So, natürlich, jetzt muss ich diese 2 Spiele mehr spielen und dann ich kann ein bisschen ruhig machen und ein bisschen gespannt. Aber natürlich, gerade ich habe nicht so viel Kraft und ich hoffe, dass in Nationalmannschaft ich kann ein bisschen 1 oder 2 Training nicht Ruhe machen oder nicht trainieren. Letzte Frage, klär uns auf. Wenn du Tore wirfst, kommt ein ganz spezielles Lied momentan hier mit über die Lautsprecher. Was steckt dahinter? Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal heute gehört, oder? Das war das erste Mal heute. Oder? Man munkelt, dass du dir das gewünscht haben sollst. Ah, okay, dann ist gut, dann alles gut, alles richtig gemacht. Also wenn du weiter so viele Tore machst, spielen wir das weiter ein. Ja, ist kein Problem, das ist gut. Danke, Maid. Danke.